Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Und ja, in der letzten Folge haben wir den Klaffdrachen fertig gemacht. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was macht er denn hier? Ja, ich war in der Standstadt unten und habe gemerkt, die Gegner sind doch sehr hart. Und dachte, wir machen erstmal das hier. Und zwar Finsterwurzgarten. Ich war da jetzt schon einmal drin, um mir die Gegner so ein bisschen anzuschauen. Und habe auch ein bisschen was entdeckt. Deswegen seid mir nicht böse, aber ich zeige euch trotzdem alles, was ich entdeckt habe. Ich kann es bloß nicht mehr zeigen, eben wie man es beim ersten Mal sieht, weil es ja immer schon geschehen ist. Aber ich habe hier einen Boss gefunden und bin leider auch gleich bei ihm draufgegangen. Irgend so ein blöder Schmetterling hat mich einfach 3-4 Mal geschossen, getroffen, da war ich tot. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie wir da hinkommen. Passt auf. Das ist der Weg und hier kommen ja diese blöden Viecher da. So, wir müssen uns aber unsere Flaschen gut aufsparen, denn die will ich gerne alle für den Drachen haben. Für den Schmetterling haben. Wundert euch nicht. Ich habe oben einen Ring gefunden. Den habe ich hier drin gefunden. Das heißt, das ist der Wolfsring. Und der stärkt sozusagen die Balance. Ups. Bin ich runtergefallen sind. Seelen kriegen wir trotzdem. So. Das sieht man oben, ne? Da habe ich jetzt eine Rüstung. Das heißt, der stärkt die Balance. Ich kipp wahrscheinlich nicht so leicht von den Schuhen. Oder aus den Schuhen. Das ist nicht schlecht. So, wir müssen schon aufpassen. Hier liegen die nämlich überall rum. Oh nein, das ist nicht dumm, das wollte ich vermeiden. Oh, oh, zurück. Denn da muss ich jetzt nicht draufstehen bei denen. Das wird echt nicht sein. So. Nochmal ein. Lila Moosklumpen helfen uns, wenn wir vergiftet sind zum Beispiel. Natürlich nicht schlecht, wenn die Vergiftung aufheben. Deswegen einfach mal mitsammeln, was sehr praktisch ist. So, wir gehen weiter. Lustigerweise habe ich den. Dort oben seht ihr die Leiche da oben. Da habe ich den Ring bekommen, den Wolfsring. Das ist allerdings ein kompletter Umweg, den man da hingehen muss. Den zeige ich euch aber noch. So, wir gehen weiter. Jetzt seht ihr da hinten. Oder? Seht ihr da hinten ein Leuchtfeuer. Kommen wir jetzt mal hin, zeige ich euch. Und zwar war das hinter dieser Wand versteckt, die ich wirklich durch Zufall gefunden habe. Also ich habe mich gewundert, woher dieses Leuchtfeuer kam. Die Mauer war auf einmal weg. Ich bin eigentlich nur hier reingerollt, weil damals habe ich noch bei diesen, ich bin an diesen Viechern vorbeigerannt und musste dann mit denen hier kämpfen und bin da hinten gegen und dann war ich durch und das war's. Hier komme ich allerdings nicht rein. Keine Ahnung. Kann man auch nicht öffnen. Ich versuche das immer, aber das geht nicht. Das hat, glaube ich, es gibt einen Schlüssel beim Schmied. Da steht drin, dass es für den Garten gedacht ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es da passt, aber ich weiß es halt nicht. Das kostet Ding 20.000 Seelen und die habe ich sowieso nicht. Also ist es auch egal. So, geht's weiter. So, hier kommt jetzt erstmal so ein Viech raus gleich. Da sind hier 3 drin. Ersten schnappen wir uns mal. Aber schnell zurück, denn der nächste kommt auch. Oh, haben wir schon erwischt. So, da müssen wir schnell sein. Jetzt habe ich natürlich wieder so viele. Obwohl, na, so viele haben wir auch nicht. Aber einen haben wir verbraucht, 2 haben wir verbraucht. Gucken, was dann für den Schmetterling noch reicht. Aber so richtig schwer war der Schmetterling nicht, aber der hat fiese Schüsse gehabt. Mal sehen, ob man den nicht ausweichen kann. So, jetzt kommen wir runter in diesen Gartenbereich. Und hier rechts, hier, stand ein lebender Baum. Der hat sich bewegt. Also habe ich draufgehauen, der verschwand. Und konnte den ganzen Weg hier runtergehen und hat dann einen Weg gefunden zu diesem Ring, den ich von ihm gesagt habe. Ihr müsst dort nur aufpassen, da hüpfen so komische Dinger rum. Frösche. Rochen. Sieht aus wie ein roter Froschrochen. Also ganz komisch. Hier oben sind so dicke Typen, die zeige ich euch mal. Dieser hier, der da steht, seht ihr, der liegt hier. Der tut so, als ob er schläft. Wenn wir jetzt aber ganz schnell hinter ihn gehen. Von hinten. Jetzt. Oh, das war dumm. Schnell weg. Denn der haut ganz schön hart zu. Das ist nicht so schön. Aber wir ab und zu. Oh, jetzt macht er seinen Zauber. Jetzt müssen wir aufpassen. Der Zauber, der macht nämlich, dass wir lahm werden. Beziehungsweise richtig langsam werden. Was wirklich sehr, sehr nervig ist. Hier können wir ruhig mal von denen so ein bisschen verschwinden. Denn sonst wird das wirklich eine harte Angelegenheit mit dem.
Oh nein. Scheiße. Oh, jetzt habe ich hier so viele Leben verloren hier. Oh, ich häng hier fest? Nee, doch nicht. Okay. Der ist eigentlich ist der gar nicht so schwer, der ist sehr langsam. Oh, jetzt war natürlich blöd, jetzt haben wir richtig viele Energiedinger verloren, aber so ist das. Schade, schade. Ich hätte euch das gerne anders gezeigt, aber so ist es. Bin mal wieder zu gierig gewesen. So, und geht's hier weiter? Aufpassen. So, hier liegt nämlich noch so ein Wächter. Den können wir vielleicht diesmal von hinten. Genau, wir sehen können. Und jetzt an seinen Zauber zu machen. Aber wenn wir Glück haben, können wir noch einmal hauen und er stirbt. Natürlich wäre es besser, wenn wir hier mehr Ausdauer hätten. Aber das haben wir leider nicht. So, hier ist noch einer. Seht ihr den? Da liegt er. Vielleicht können wir auch wieder hinter den können. Kommen. Okay, müssen wir abhauen. Machen wir gleich platt hier. Der ist nämlich. Die Schläge tun ordentlich weh. Okay, jetzt macht er wieder diesen Scheiß da. Das ist natürlich blöd, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass er uns nicht kriegt. Wie lange das Ding anhält, weiß ich gar nicht, aber es hält auf jeden Fall ein bisschen an. In der Zeit, wo er das macht, können wir uns halt überhaupt nicht bewegen. Aber jetzt haben wir Glück gehabt, dass der Zauber gerade aufhört. Jetzt aber. Da. Mit ihm. Und jetzt können wir hier rein. Jetzt zeige ich mal, wo der Boss ist. Der ist nämlich hier oben. Bin ich da. Der ist nämlich hier oben. Und das ist ein bescheuerter Schmetterling. So. Ups, hier hoch. So richtig weit gehen. Da müssen wir als erstes meine Sachen einsammeln, die ich das letzte Mal verloren habe. Denn. Das wäre ärgerlich, was ich machen. Also, wir gehen rein. Da hinten ist meine Sachen. Die sammeln wir schnell ein. Gut, machen wir alles wieder. Und jetzt seht ihr den. Der ist eigentlich gar nicht so blöd. Sieht auch aus wie so. Eigentlich ist er recht majestätisch. Aber der macht halt. Der tut halt weh, wenn er einen trifft. Da habe ich wieder getroffen. Ärgerlich. Man kann den immer ausweichen, indem man rollt. Das sind jetzt Schüsse, die kann man auch ausweichen, wenn man will. So. So, es geht, also dass man es schafft ist. Aber ich kann ihn halt gar nicht angreifen, weil er die ganze Zeit nur da schwebt. Oh Mann. Und wie ihr seht, verliere ich einfach super viel Leben. Das macht die ganze Sache natürlich nicht einfach. Okay. Echt ätzend. Weil er ja auch nicht mal irgendwie mal zu einem hinkommt oder so. Aber ich kann ihn auch dann auch nicht kriegen. Das ist so ein bisschen blöd. Also hier vorstellen, kann ich hier raus wieder eigentlich? Nee. Verdammt. Keine Ahnung, wie wir den besiegen sollen. Ach, da jetzt. Pass auf. Sitzt er da. Schnell hin. Blöder Typ. Darf ich ihn? Oh ja. Oh, macht guter Schaden sogar. Oh nein. Er macht irgendwas Fieses. Oh, habt ihr das gesehen? Da hat er mich aber weggehauen. Okay, mal was trinken. Aber oh, das ist doch beschissen, ey. Da kannst du nichts machen. Da kannst du fast nichts machen. Weghüpfen kann man. Weil er trifft mich hier jedes Mal mit jedem. Wieder auf die andere Seite. Ich weiß nicht. Kann es ja auch nicht sein, dass ich immer warten muss, bis er landet, oder? Das dauert ja ewig denn. Was wird wahrscheinlich das sein?
da. Wenn der mehr diese Schüsse macht, kann ich nichts machen. Aber er kommt wieder runter. Okay. Dann weg. Ja, ich glaube, wenn er noch einmal runterkommen würde, würde ich ihn vielleicht schaffen. Aber da drauf, glaube ich, gehe ich vorher drauf. Guck mal, da hat er mich schon wieder erwischt mit dem Schuss. Blöde. Oh. Da kannst du da nichts machen bei dem Schuss. Man kann hier jedenfalls ausweichen, aber hier kannst du nicht ausweichen. Ja. Das war's. Tja. Ein wirklich blödes, fieses Viech, finde ich. Hm. Müsste da mit mehr Leben reingehen, dann würde ich es schaffen. Also ich darf nicht so viel, ich habe auch am Anfang zu viel verballert. Vielleicht müssen wir jetzt mal hinkriegen, dass wir nicht so viele Leben verballern. Genau, wir machen das jetzt nochmal. Und versuchen mal nicht so viel, oh. Das ist ja blöd mit den Balkons, ja, weil ich habe nur 5. Pass auf, wir machen das anders. Wir haben hier noch eine Doppelseele. Benutzen wir 2 von. Also 1 von. Das heißt, wir bekommen. Und wir machen eine Ausführung. Ja, und dann machen wir mal ein Fach, dass wir 10 Flaschen bekommen. So. Mit den 10 schaffen wir es jetzt auch. Bin mir ziemlich sicher. Wir probieren es. Wir müssen nur ein bisschen vorsichtiger kämpfen. Ein bisschen mutig von dem Ganzen, was ich gemacht habe. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Okay. Ich lock die noch ein bisschen hier an, die sehe ich mehr. Nein, nicht so einen Scheiß machen, ey. Was Blödes. Na gut. Ärgerlich. Lass dich erinnern. Vielleicht können wir auch dahin kommen, ohne die ganzen Leute hier aufzuwecken. Guck mal, da liegt der da oben. Auch hier rumrennen. Den gar nicht wecken. Und nur den da hinten. Kann ich auch an denen vorbeirennen, einfach nach oben reinrennen? Müsste doch auch möglich sein. Wir testen es mal. Kämpfen jetzt gar nicht. Hier hoch. Hinterherkommen, weiß ich nicht. Lass sie doch hinterherkommen. Interessiert mich nicht. Wir müssen jetzt einfach unsere Sachen zu schnappen gleich da oben. Also Sachen, die holen wir uns schnell noch. Bringt noch was? Und werden uns auf dieses blöde Viech da vorbereiten. So. Werden uns mal schön weg von dem. Super. Oh. Wir müssen ein bisschen weiter weg sein von dem. Dann trifft uns mit, glaube ich, diesen Schüssen nämlich auch nicht. Oh. Dass man von der Mauer nicht runterfallen kann. Das ist ja schon noch ärgerlicher. Wir haben mal schon. Okay. Nicht so schlecht. Okay, noch besser. Flieg mal darüber jetzt oder leg dich schlafen hier, damit ich deinen verpassen kann. Das war natürlich dumm wieder. Fliegen können. Ist aber auch blöd, das Viech. Es fliegt so rüber. Hab ja auch leider nichts, womit ich. Also mit meinem Bogen mache ich, glaube ich, zu wenig Schaden. Kann man die Flügel auch treffen, wenn er hier so?
Er geht runter. Er geht runter, er geht runter. Weg. Okay. Mal gucken, wie es jetzt passt. Ah, kann ich die da nicht auch kriegen? Nee, kriege ich nicht. Oh, shit. Mich erwischt er durch. Und hier rüber? Die ist natürlich geil, die Wand, ne? Die schützt er natürlich. Das weiß er aber auch und deswegen geht er wieder auf die andere Seite, der Hans Wurst. So, wir gehen mal hier rüber, weil wenn er diese Schüsse macht, dann müssen wir die nicht unbedingt abbekommen. Das ist gut. Hier rüber rennen. Oh nein. Das. Oh nein. Oh verdammt. War blöd. Ja, okay, wir müssen was trinken. Trink was, Mann. Er kommt wieder runter. Okay, das war gar nicht so schlecht. Wir haben noch 7 von diesen Dingern. 7 von den Flakons. Damit müsst ihr den kriegen, glaube ich. Was trinken? Das ist natürlich dumm, direkt hier drin was zu trinken. Das ist auch ein Schwein, oder? Das ist nicht unbedingt meine Dings wegballer hier, meine Getränke. Lieber noch was. Mal fieser Angriff. Kommst du da runter? Dann fliegst du rüber. Komm her, komm zu mir. Setz dich. Lass dich nicht, ne? Hässlicher Schmetterling. Oh! Was ist das denn? Den hat er vorher noch nicht gemacht. Ich dachte, ich könnte noch einen Schuss, dann wäre weg gewesen. Bringen wir lieber was? So, dann muss ich noch einmal hinsetzen, dann haben wir ihn. Oh. Noch so ein fieses Ding. Bloß ab. Da legst du die nieder. Komm zu mir. Ah, guck mal. Ausweichen. So. Nee. Scheiße. Er legt sich hin. Oh nein. Was für ein Schwein. Lass trinken. Oh. Lass trinken. Ah, kommt runter, Gott sei Dank. So, jetzt bist du fällig. Uff. Was für ein blödes Viech. Mondlichtschmetterling Seele. Ja. Ihr habt gesiegt. Ja. Menschlichkeit bekommen, okay. Okay, war ein blödes Viech, gebe ich zu. Aber wir haben es gepackt. Gehen wir mal weiter. Oh, guck mal, es gab 10.000 Punkte dafür. Also 10.000 Punkte, 10.000 Seelen. Wofür der ganze Aufwand, fragt man sich denn, ne? Wofür dieser ganze Aufwand? Um auf diesen großen Turm zu kommen. Der wirklich immens hoch geht. Wer ist er denn?
Wachturm, Kellerschlüssel. Göttliche Blut. Göttliche Blut haben wir noch. Okay, das ist ja der andere Schmied. So, wir haben alles. Frage, ob wir uns einfach nochmal hier durchkämpfen müssen. Wissen wir eigentlich nicht. Wir sind ja überall hin gewesen. Also, viel mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Aber ich benutze ein Heimkit noch. Ich habe keine Lust, den ganzen Weg da nochmal zu gehen. Und wir haben so viele davon. Ich habe die nie benutzt. Machen wir mal. Yes. Ach, na, ist ja gar nicht so weit weg. Ich dachte ja, wäre nicht das Leuchtfeuer beim. Ah, renn da zurück, den Weg. Das gucken wir mal. Den Weg zurück. Hier kommen natürlich ein paar Gegner. Die kriegen wir. Mitnehmen, was wir mitnehmen können, ne? Wir haben jetzt diesen Keller-Wachturmschlüssel noch, dann müssen wir gucken, wofür wir den brauchen können. Boah, ich will da nicht runterfallen. So, wir laufen aber erstmal zum Schmied. Wir haben ja auch eine göttliche Blut bekommen, die geben wir dem auch mal. Damit kann er bestimmt was abfangen. Gegner kommt da noch. Wir sind schon fast beim Schmied. Warte, ne? Schmied laufen. Und vielleicht machen wir auch mal ein paar Seelen weg. Und für 20.000 können wir durch den Schlüssel kaufen da. Können wir durch das Tor gehen. Aber irgendwas müssen wir auch mit dem Schlüssel machen können, den wir bekommen haben. So. Oh. That's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? Ja. I could produce divine weapons with a flame such as that. Ach ruhig. Well, thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Okay. Mal die Streitachs auf. Ah, okay. Und auch aus unserer Umwandlung. Streitaxt können wir auf Streitaxt 6 machen. Oder auf krude Kampfaxt. Göttliche Kampfaxt. Okay. Sonst wäre das ja natürlich ganz gut. Dann können wir auf eine hochgehen. Aber kriegen wir noch eine Scherbe für. Unterschied zwischen der und der. Okay. Nur eher sehen, wenn wir das machen, ne? Lass uns die ruhig mal umwandeln. Waffe verstärken. Ich glaube, ich kaum welche, die wir richtig verstärken können. Eine Scherbe, wir könnten unseren Langbogen ein bisschen aufrüsten. Mal. Das machen wir einfach mal. Rüstung verstärken. Ah, können wir nicht so viel, wir haben keine. Die kleinen Scherben kann man aber, meine ich, auch hier kaufen. Kosten 800. Davon kaufen wir jetzt einfach mal. Stück. Da seht ihr jetzt dieser Artorias-Wappen, das ist dieser Schlüssel, den man dafür laufen kann. Aber den haben wir leider nicht. Achso, welches ist das? Oh, eine große Scherbe für. Grüne Scherbe hierfür. Und die göttliche Kampfaxt. So, Waffenverstärken haben wir jetzt nicht so viele von. Aber wir könnten. Ich würde sagen, machen wir nochmal. Höher. Und. Auch mal reparieren. Dann können wir noch.
Wir noch machen. Ja, ist die Frage, was wir noch machen wollen. So, definitiv. Wir erstmal hier hoch. Im Leuchtfeuer. Und dort werden wir einmal ein bisschen upgraden. Denn ich kann nämlich meinen Willen höher machen. Ich weiß es nicht so super, aber wenn ich den Willen nicht höher habe, kann ich leider meinen Zauberei-Heilungszauber nicht nutzen. Und den würde ich ganz gerne nutzen. Wenn ich nutzen, sagt er mir, ich brauche 12 Willen. Ich habe erst 10 jetzt, also noch zweimal aufrüsten. Ja, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und was damit anfangen. Und ja, seid halt beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.